Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar wollen wir ein paar Kisten vom Wiederverwertungsgebäude öffnen. Und dazu habe ich schon ein bisschen was gefarmt. Einmal hier große Kiste mit Bergungsgut. Und aus der kriegen wir verschiedene T-Mark-Sachen raus, unter anderem die Beichthosen. Und das ist das letzte Teil, was mir hier tatsächlich noch fehlt beim Priester. Ich würde sagen, wir machen die einfach mal auf und ja, drückt mir vielleicht mal ein bisschen die Daumen, dass ich die Beichthosen einmal rausziehe. Die Kisten kriegt es übrigens über die Garnison, hier über die Missionen. Also man hat immer eine Chance bei den Missionen, dass diese Kisten dabei sind. Und ja, die gibt es dann halt auch nur, wenn man dementsprechend dieses Wiederverwertungsgebäude hat, weil nur da kann man sie öffnen, ne? Sonst kriegt es die nicht. Das muss man, glaube ich, auf 2 oder 3 haben, aber hier auf den Twinks habe ich meistens das eh auf 3 abgegradet. Früher konnte man da noch mehr verschiedenes T-Mock-Zeug rauskriegen, da gab es alle möglichen rausgepatchten Sachen da drin. Das hat Blizzard leider entfernt und jetzt gibt es halt dieses Set, ne, aus, weiß nicht, 10 Teilen oder so, was es sind. Und ja, da versuche ich zumindest das hier zu kriegen, was sich anscheinend als ein wenig schwierig gestaltet. Ah, ich habe nochmal einen Stab gekriegt, den hat man ja das letzte Mal schon rausgezogen. Den brauche ich nicht, ich brauche noch die Hose. Komm, 5 Kisten haben wir noch. Oh, 4. Schuhe. Na, Hose brauche ich, nicht die Schuhe. Eine noch. RIP. Das war mal wieder nix. Okay, ich melde mich dann wieder, wenn ich wieder 10 Kisten habe. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.